Hallo und herzlich willkommen zum Video-Review. Ja, das Samsung Galaxy Note 8.0 habe ich euch ja in dem ersten Eindruck schon vorgestellt und ich wollte euch jetzt noch ein paar Sachen dazu zeigen und euch kurz erklären, was mir daran eben super gut gefällt und was nicht. Zum einen kommen wir mal zum S Pen. Der hat hier vorne so einen kleinen Druckpunkt. Wenn man den drückt und nach oben zieht, dann öffnet sich die Schnellsteuerung und man könnte jetzt hier einen Webbegriff suchen. Zum Beispiel nach einem Fußballverein. Mittels Schrifterkennung funktioniert das dann. Und man kriegt hier entsprechend die Ergebnisse geliefert. Das gefällt mir sehr gut. Diese Kurzwahlsteuerung, die funktioniert von überall aus, egal wo ihr seid. Könnt da Nachrichten verfassen, mit diesem Gerät auch telefonieren. Dazu lest ihr auf jeden Fall noch was im Artikel. Und so weiter und so fort. Das mal dazu. Und was mir besonders gut gefällt, sind diese Geschichten hier für diesen S Pen. Und zwar könnt ihr hier in Form von Memos, könnt ihr hier Texte festhalten und das Ganze ja digital und trotzdem handschriftlich niederlegen. Also nehmen wir mal an, wir hätten hier heute ein Team-Meeting. Ich will nichts über meine Sauklaue hören, das weiß ich selber. Und als Besprechungspunkt neuer Artikel, neue Fotos. Also das liegt nicht an dem S-Pen, ich schreibe wirklich so, macht euch keinen Kopf drum. Ja, und das Ganze könntet ihr jetzt abspeichern oder ihr könntet das Ganze exportieren und senden und das funktioniert alles ziemlich gut, das Ganze zu speichern und in dieser tollen Notiz-App A-Note quasi festzuhalten. Da gibt es auch schon ja viele Vorlagen, die ihr benutzen könnt. Ich finde das mittlerweile fast sogar praktischer als OneNote, wobei auch die OneNote-Ergänzung wäre mir lieber gewesen mit diesem S Pen. Aber das A-Note ist natürlich auch eine schöne Alternative. Ja, so viel mal kurz zum S Pen, zum Gerät selber. Das Display, wie ihr seht, habe ich jetzt auf maximalster Helligkeit. Ihr könnt das Ganze natürlich auch hier noch relativ runter regeln. Es ist jetzt so dunkel, dass man fast nichts mehr lesen kann. Im Dunkeln selbst aber, jetzt kriege ich es nicht mehr hell, ich lache mich tot. Im Dunkeln selbst aber kann man es dann relativ gut lesen. Ihr habt hier oben, wie ihr das von den TouchWiz-Geräten kennt, so eine Schnellsteuerung. Und ansonsten ist eigentlich alles wie immer. Eine kleine Neuigkeit gibt es, die gibt es glaube ich auch auf dem S4. Ich weiß nicht, ob es das S3 auch schon hatte, weil ich keins hatte, aber es gibt diese Schnellzugriffsleiste und die ist aktiv, egal wo ihr seid. Wie in etwa die Facebook Chat Heads könnt ihr hier über diese Schnellstartleiste zum Beispiel mal eben fix auf euren Internet Explorer bzw. auf euren Browser zugreifen. Diese Leiste könnt ihr deaktivieren durch langes Drücken der Zurücktaste zum Beispiel. Also das nur als eine Möglichkeit. Habt ihr auch Zugriff auf die Notes, auf eure Terminplaner. Schnellzugriff auf die Galerie ist immer gut und eben auf entsprechend Apps, die ja da eine Unterstützung für bieten. Kurzum kann ich für meinen Teil sagen, das Galaxy Note 8.0 hat bei mir ein Haben-Wollen-Gefühl ausgelöst und das ist bis jetzt auch noch da. Es ist ein sehr schönes, leichtes Gerät. Es ist wirklich relativ schmal. Es sieht gut aus und liegt auch fantastisch in der Hand. Und wie gesagt, die Geschichte mit dem S Pen hier an der Seite, die finde ich persönlich relativ spannend und man kann auch ziemlich viel coole Sachen damit machen. Und das Ganze eigentlich wirklich nicht schlecht gedacht. Was ein bisschen mau ist, ist die Kamera für Videotelefonie. Die liefert aufgrund der 1,3 Megapixel, die dahinter stecken, nicht ganz so brillante Ergebnisse wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine iPhone 5 FaceTime-Kamera. Ich weiß nicht, ob die besser ist, ich habe auch keins. Aber auf jeden Fall finde ich die Ergebnisse da nicht ganz so toll. Für Videotelefonie wird es aber wohl reichen. Schlechter sieht es aus bei der 5 Megapixel Rückseitenkamera. Von der hatte ich mir eigentlich wesentlich mehr erhofft. Ja, Beispielfotos seht ihr natürlich im Artikel, ist klar. Einen Kommentar noch hätte ich gern abgegeben zu diesen beiden Buchsen hier, Micro-SIM und Micro-SD-Karten-Slots. Wer sich die hat einfallen lassen bei Samsung, bitte kündigen, ja, weil das ist ein Schuss in den Ofen. Man muss die Karten da so tief reindrücken, dass man ohne Hilfsmittel, zum Beispiel bei der Micro-SD-Karte oder bei der SIM-Karte, ohne Hilfsmittel die Dinger gar nicht in diese Einraste
Vorrichtungen richtig reinschieben kann. Das ist also wirklich grausamst. Eine Sache, die ich auch noch cool finde, ist, dass mittlerweile auch Apps Tablets unterstützen. Jetzt bin ich auf den Taster gekommen. Zum Beispiel Plume hier mit einer Zwei-Spalten-Ansicht. Das finde ich ganz praktisch, finde ich auch gut so. Man kann hier die Spalten auch, wie man das vom iPad zum Beispiel bei manchen Kleinen kennt, separat voneinander steuern und bewegen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Ist nicht Samsungs Schuld, aber finde ich klasse. Die Telefoniefunktion hier, die finde ich absolut witzig. Ich werde mir dieses Ding niemals ans Ohr halten. Vergesst es. Ohne Scheiß, ich werde mir die nicht ans Ohr halten, dieses Teil. Aber was praktisch ist, dass es eben eine Telefoniefunktion gibt und so könnt ihr mit einem Headset zum Beispiel über dieses Gerät telefonieren. Das ist schon gut, wenn man eben nur ein Gerät dabei haben möchte. Ich persönlich habe das Tablet rein auf der Couch als Mediencontainer und dafür ist es eigentlich auch ganz gut. Dann habe ich gelesen in den Kommentaren, ihr wollt einmal Real Racing sehen und diesen Gefallen tue ich euch glatt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das so hinkriegen, dass die Kamera das auch halbwegs einfangen kann. Ich muss dazu sagen, ich bin bei Real Racing nicht wirklich weit gekommen, weil das eigentlich kein Spiel ist, was mir lange Freude macht. Es ist nicht schlecht, aber so auf die Dauer. Ihr seht, ich habe noch das erste Auto und schauen wir mal. Ich will einfach mal eine kleine Runde fahren. Ihr wolltet das sehen und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir fahren mal hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, ich weiß, mein Auto braucht Service. Mein echtes Auto sieht übrigens auch so aus. Was mir nicht so gefällt, das Display spiegelt sehr. Das sieht man jetzt auch, glaube ich, relativ gut. Ja, also hier oben das Fenster sieht man verdammt stark. Tue ich mal ein bisschen weiter rüber. Den Sound mache ich auch mal an. Okay, so viel dazu. Also ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier im Rennen gerade mal unseren Blog-Kollegen Danny hinten dran gelassen. Das war ja nicht so schwer. Fakt ist, Spiele laufen relativ flüssig, laufen auch gut. Also ich habe jetzt noch nichts gefunden, was hier sich wirklich einen Wolf ruckelt. Und besonders Spaß macht mir Ingress. GPS-Fix wird mit dem Gerät relativ schnell gefunden und es lässt sich auch relativ gut Ingress damit spielen. Mehr habe ich jetzt zumindest in dem Video erstmal nicht zu sagen. Alles Weitere lest ihr dann natürlich im Text. Kurz nochmal zusammengefasst. Display gut, leider sehr spiegelnd. Hardware wirklich gut, kann man nicht sagen. Formfaktor absolut genial. Also ich hatte vorher noch kein 8-Zoll-Tablet und das begeistert mich. Wie gesagt, ich werde mir dieses Teil auf jeden Fall zulegen. Ich glaube, soweit ich richtig gelesen habe, kostet die Wi-Fi-Only-Version was bei 330 Euro. Das ist kein schlechter Preis. Für die UMTS 3G-Variante werden, glaube ich, 420 fällig irgendwas die Dreher. Das schreibe ich euch auch noch in den Artikel rein. Ich werde mir so ein Teil auf jeden Fall mal zulegen bei Gelegenheit. Werde natürlich vielleicht noch ein paar Monate warten, bis es ein bisschen günstiger ist. Aber das Ding ist ein perfekter Couchsurfer. Und damit bin ich hier auch schon am Ende soweit. Und ich sage danke fürs Zuschauen und lest euch den Test durch. Da erfahrt ihr dann noch alles Weitere. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.